Ich hab ein Lass voll Dreck, ich hab ein Lass voll Dreck und rat mal, was da drin ist. Naja, Dreck. Ein wenig Sand, ein bisschen mehr Mehl, um das Ganze heller zu kriegen, weil, ganz ehrlich, Buddelkastensand ist viel zu dunkel für solche Art Strandimitat, aber es ist in den letzten 10 Jahren keinem aufgefallen, von daher. Prop-Making. Und damit herzlich hallo zur Product Review von Fluch der Karibik 5, also known as Pirates of the Caribbean, Dead Man Tell No Tales, also known as Pirates of the Caribbean, Salazar's Revenge, also known as Pirates of the Caribbean, Salazar's Rache. Ich habe nur den Titel genannt und bin jetzt schon außer Atem. Der Einfachheit halber werde ich für Fluch der Karibik 5 dazu sagen. Und ja, nachdem der vierte Teil bei vielen offenbar nicht ganz so gut ankam, hat man sich jetzt dafür entschieden, anstatt das vorherige Modell auszuprobieren und zu sagen, ey, jeder Film wird jetzt sozusagen Next MacGuffin of the Week, man hat die Story mal ein bisschen weitergeführt. Also die in 3 sozusagen theoretisch geendet hat. Und schauen wir doch mal, was bei rumgekommen ist. Product Review ab. Kommen wir also zum Bereich Märchen, Story und Prämisse. Nun, die Prämisse ist, ein kleiner Junge will seinen Vater von einem Fluch befreien und braucht dazu die Hilfe von Captain Jack Sparrow, der natürlich mal wieder komplett am Boden aller Tatsachen angekommen ist und versucht, sein Leben wieder in den Griff zu kriegen. Das Ganze an sich, wie gesagt, eine sehr schöne Fortführung der ursprünglichen Geschichte, sage ich mal. Es fühlt sich alles wieder sehr nach Teil 1 an, was daran liegen könnte, dass vieles sehr an Teil 1 erinnert. So einige Szenen in Gefängniszellen oder einfach nur Bootsverfolgungsjagden ohne Ende oder die Musik, aber zu der kommen wir gleich. Und dadurch, dass man sozusagen dem ersten Teil, den ersten 3 Teilen etwas treuer bleiben wollte, gibt es hier natürlich auch ein paar Elemente, die vielleicht nicht unbedingt hätten im Film sein müssen. Ich erwähne es immer wieder gerne, die Royal Navy oder East India Trading Company, wie man das jetzt auch formulieren will, war vielleicht ein bisschen überflüssig in dem Film. Sie sind am Anfang mal kurz relevant, fangen dann an, Piraten zu jagen und jagen in etwa so eine Weile bis in den Film rein, die Piraten, bis der Film sich entscheidet, ach, eigentlich brauchen wir die nicht und die aus dem Film rausschmeißt. Meiner Meinung nach hätte man die vielleicht schon etwas früher rausschmeißen können, weil der Punkt, an dem die Royal Navy nicht mehr da ist, das ist der Punkt, an dem der Film richtig Fahrt aufnimmt. Des Weiteren sei zur Story gesagt, dass sie durch eine Menge Zufälle gespickt ist. Also eine Menge Zufälle. Man bekommt so langsam den Eindruck, die ganze Welt würde nur so auf, sagen wir mal, 3 Quadratkilometern platziert sein, weil, wow, sind da teilweise viele Zufälle am Gange, die man jetzt leider nicht mit irgendwelchen magischen Schicksalsfügungen erklären kann. Da kommen Figuren zusammen, die eigentlich gar nicht zusammenkommen dürfen, wenn nicht gerade wieder die Herz aus Gold durch den Orbit fliegt. Also ja, den Film vielleicht hier und da ein bisschen in Situationen gezwungen, aber war in dem Fall auch nötig, um halt den Speed zu erhalten. Alles im Allem würde ich aber sagen, können wir dem ganzen Film hier immer noch seine 7 Punkte für Story und Prämisse geben. Ist jetzt nichts Schlimmes, kann man machen, stört einen jetzt nicht großartig, wenn man nicht weiter drüber nachdenkt. Aussehen, Optik und Effekte waren an sich alle geil, möchte ich mal meinen. Vor allem gegen Ende gibt es einige Szenerien, wo ich echt dankbar bin, dass ich die mal in einem Film sehen durfte. Das hätte ich so nie erwartet. Vor allem diese eine Insel gegen Ende ist. Und dann der ganze Endkonflikt, die Umgebung auch genial. Die wurde zwar durch was anderes ein bisschen gemindert, die Optik, aber dazu kommen wir später. Wo ich so ein kleines Problemchen mit hatte. Und jetzt auch nicht von der Qualität her, sondern mehr von der, ja, vom Gesamtkonzept, waren die Geisterparaten des Salazar. Denn es ist eine geile Idee, die halt durch die Gegend laufen zu lassen und es fehlen einfach Stücke von den Personen, weil halt hier und da mal eine Kanonenkugel was rausgesprengt hat oder so, ist vollkommen in Ordnung. Ich kann verstehen, was dahinter steckt, es ist ein geiles Design. Es hat mich teilweise nur echt irritiert. Es soll irritieren, ich weiß, aber es war echt teilweise wirklich so. Hat mich ein bisschen aus dem Film gerissen. Aber naja, das muss wohl so sein. Aber echt, die sahen an sich genial aus. Vor allem Salazar sah die ganze Zeit so aus, als hätte man den Schauspieler unter Wasser gestukt und halt unter Wasser gefilmt, so wie seine Haare die ganze Zeit über gewebelt sind. Haare wieder in Ordnung.
Ja, also wie gesagt, ansonsten Optik, Effekte, alles schön und gut, nur halt ein bisschen irritierend, deswegen verteile ich hier nur 9 Punkte. Gedudel, Musik und Sound. Nun, ich bin doch der Typ, der sich ständig beschwert, wenn in einer Filmreihe nicht Themes wiederverwendet werden. Dieser Film hat versucht, mich da so gut zu bedienen, wie es wohl geht. Der Film startet und er startet sofort mit Barbossa is Hungry. Einem Track aus Fluch der Karibik 1, geschrieben von Klaus Bartelt. Und ich möchte sagen, das ist zum einen der Segen dieses Films und zum anderen der Fluch dieses Films. Denn es ist zwar schön, Musik der Vergangenheit zu verwenden, das Problem ist nur, wenn du Musik 1:1 verwendest, dann wirkt das Ganze manchmal so ein bisschen wie so ein Fanfilm. Die haben jetzt einen neuen Komponisten dazu genommen, also Klaus Bartelt raus, Hans Zimmer raus, den neuen habe ich leider schon wieder vergessen, den Namen, es tut mir leid, ich wollte es nachschlagen, ich könnte es jetzt machen, aber es wäre geschummelt. Er liefert auch ein paar sehr schöne eigene Noten ab, das muss ich dazu sagen. Aber wie gesagt, es kommen alte Themes vor, aber die werden halt wirklich 1:1 kopiert und ich weiß nicht, ob das dann so das Ding ist, wie man das regeln sollte. Man kann das machen, aber so eine leichte variable Note sollte schon drin sein. Ich weiß, ich würde bei variablen Noten wieder meckern, dass die Variation eventuell scheiße klingt, aber ich bin einfach nicht mehr zufriedenzustellen. Nichtsdestotrotz, wir hatten auch beim Sound hatten wir was Ähnliches. Der Sound, der war so gut, dass es mich teilweise irritiert hat. Ich saß im Kino, auf einmal klang irgendwo der Klang von Metall hinter mir und ich dachte mir, wer kommt denn jetzt eine halbe Stunde zu spät in die Pressevorführung? Und es war niemand. Es waren einfach nur Kanonen, die im Hintergrund befüllt wurden. Also im Film. Oder ich dachte dann auch mal, boah, wer raschelt denn hier mit seinem Popcorn? War auch wieder niemand. Es waren nur die Dielen des Bootes, die halt geknarrt haben. Von daher sehr schön, aber vielleicht ein bisschen irritierend. Ich weiß nicht. Kann man das im Film als Fehler anwerten, wenn er so gut ist, dass er einen irritiert, weil man so reingezogen wird, dass man von den Geräuschen im Film... Ich weiß nicht. Nur man kann das jetzt entweder so halten, man zieht bei der Musik was ab, weil naja, oder man zieht beim Sound was ab, weil naja, aber im Allgemeinen ziehe ich den ganzen 1 Punkt ab und gebe dem hier 9 Punkte. Ikonografie, Kamera und Schnitt. So, hier haben wir so ein paar Dinger, wo der Film, ich sag mal, anfängt zu leiden. Allgemein das gesamte Pacing war vielleicht, man hätte noch mal ein bisschen drüber bügeln müssen. Ein bisschen mehr. Weil es gibt so Szenen beim, ich sag mal, Bankraub am Anfang. Du weißt, was sie mit einer Szene bewirken wollen. Du weißt, wie sie normalerweise komödiantisch funktioniert. Aber das Timing des Witzes ist einfach nicht punktgenau. Es ist manchmal ein bisschen zu früh, manchmal ein bisschen zu spät. Eher zu spät als zu früh. Und du denkst dir, ein bisschen und es wäre genial gewesen. Das hätte ein, ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich mittlerweile zu viel eigenes komödiantisches Zeug geschnitten, um sowas halt, ne, aber da war immer so das Timing ein bisschen einen Tacken off. Dann haben wir durch die East India Trading Company und so andere kleine Faktoren, dass halt der Film am Anfang erstmal Momentum aufbauen muss. Und der Aufbau, der für meinen Geschmack braucht der Aufbau ein Stückchen zu lange. Der Film kommt in Fahrt und wie gesagt, das Ende, da fängt es an. Huhuhuhu, wir sind wieder da, wo wir eigentlich mal waren, aber... Bis der Karren endlich mal im Wasser landet. Oh. Und wenn der Karren im Wasser landet, ne, noch so eine andere Sache. Wir sind ja jetzt in einem Zeitalter, wo sich nichts mehr ernst nehmen darf. Ich meine, Fluch der Karibik hat sich zum Glück selbst nie ernst genommen. Ich sag nur, warum ist der Rum weg? Aber... Der Moment, wenn die Black Pearl endlich wieder in See sticht, war gar nicht die Black Pearl, war irgend so ein anderes komisches Schrottschiff. Und den Moment dann mit so einem Lacher zu unterbrechen, es war vielleicht nicht die beste Wahl, aber naja. Aber dafür war der Moment, wo die Black Pearl in See sticht, sehr schön, auch wenn mit 1:1 die Musik aus dem ersten Teil unterlegt. Es sind so Kleinigkeiten, die stören einen eigentlich nicht beim Film, aber ich wollte mal wieder ein bisschen technischer in die Reviews geben, nicht allen nur 100 Punkte verleihen, weil mir gerade so danach ist. Wir wollen ja den Film machen auch noch Tipps geben, wie es besser geht. Ne, also Ding, wo war ich, was hatte ich noch? Kameraführung. An sich sehr schön, nicht so viel gewackelt, wie man vielleicht heutzutage erwarten sollte von Filmen, aber wie ich schon erwähnt hatte bei der Optik des Films, das Zeug am Ende ist so geil. Das ganze Wasser, die Umgebung da im Wasser, alles so geil. Und dann ist die Kamera so nah an den Charakteren dran und am Geschehen, an dem Gekabbel, dass du den ganzen genialen Hintergrund nicht siehst. Warum? Es sah so cool aus. War das, um irgendwie Renderkosten zu sparen? Ich meine, guck dir das hier an, dass das
ist in etwa das gleiche, nur mit beschisseneren Effekten und gib dem ganzen Raum zum Atmen. Lass die Bilder auf einen einwirken. Vielleicht mache ich mich selber kleiner, damit man mehr von der Umgebung sieht. Alles im Allen, also die kleinen Schnitthuxer, der etwas langsame Aufbau, die Pacing-Probleme und die zu nahe Kamera, wir geben ihr mal 7 Punkte. Cast und Charaktere. Nun, wir sehen endlich wieder den coolsten Piraten der Meere in Aktion. Und Jack Sparrow ist auch dabei, von wem ich rede? Natürlich, Hector. Hector, der Gute. Barbossa ist auch wieder in diesem Film und für mich hat er so ein bisschen allen Leuten die Show gestohlen. Ich weiß nicht, was bei Jeffrey Rush so... Er hat was. Und die Rolle, die er in diesem Film spielt, boah, es hebt Barbossa für mich nochmal auf ein ganz neues Level. Ich könnte jetzt hier viel zu viel versprechen, vielleicht, aber für mich hat Barbossa den Film gefahren, wohin er sollte. Jack Sparrow war in dem Fall fast eine Nebenfigur, auch wenn er viel mehr Screamtime hatte, aber Jack Sparrow macht halt sein Jack Sparrow-Ding, du weißt. Ich kann das hier. Und Barbossa ist einfach nur Piratenehre. Ich habe sie. Eine ganze Menge davon. Und wir sind in einem Zeitalter, wo es auf solche Ehre ankommt. Ei. Es war einfach cool, den zuzusehen. Die Neuzugänge, also vor allem die menschlichen Neuzugänge, sage ich mal, weil es im Prinzip alles menschliche Zugänge, nur manche davon sind toter als andere. Die menschlichen Neuzugänge sind in Ordnung, kann man mitarbeiten in der Zukunft, wenn man denn noch einen Film machen will. Nebenbei, man muss jetzt nicht unbedingt noch einen neuen machen, der hier hat eigentlich ein recht schönes Ende, wenn man mal die After-Credit-Szene rausschmeißt. Aber falls noch neue Teile kommen, können die gerne wieder mit dabei sein. Johnny Depp und Jack Sparrow, nun, viele sagen ja, das hat sich mittlerweile verbraucht und ich bin der Meinung, Jack Sparrow ist mittlerweile alt geworden. Also nicht von wegen ein alter Schuh, sondern Jack Sparrow ist einfach nur älter. Er ist ein alter Pirat. Einer, der mittlerweile schon so viel Scheiße gesehen hat, dass der Rest ihn meistens überhaupt nicht mehr interessiert. Und ich weiß nicht, ich glaube, Jacks Reaktionen sind immer das Coole für alles, in alles, um alles. Jacks Reaktionen machen so ein bisschen den Film aus. Und wenn Jack nicht mehr reagiert, dann naja. Hat jetzt aber nicht großartig gestört. Was hingegen etwas gestört hat, war, dass ich für einen Großteil des Films, also was heißt für einen Großteil, für einen großen Anfang des Films niemanden verstanden habe. Da hatten wir zum einen Salazar, an sich auch cool Charakter, hätte man mehr mitmachen können mit den ganzen Konzepten von wegen Teufelsdreieck und so. Man hat halt alles für den MacGuffin dieses Films geopfert, der übrigens größtenteils aus dem Marketingmaterial rausgelassen wurde. Nochmal Gratulation daran. Ich mag es, wenn mich Filme noch überraschen. Vielleicht habe ich aber auch einfach nicht den richtigen Trailer gesehen. Keine Ahnung. Jedenfalls Salazar. Das war schon so ein Ding, was ich damals beim ersten Trailer hatte. Er kommt halt an und hat seinen spanischen Akzent. Und du hörst schon, wie es schwer wird. Und mit diesem spanischen Herrenakzent hat er dann noch Haufen Wasser im Mund. Und mit diesem Wasser im Mund hast du dann überhaupt nicht verstanden, was er überhaupt morgen wollte. Und das war ein bisschen irritierend. Vielleicht lag es an mir, dass ich erstmal wieder, ach ja, der Film hier, ne, Pressevorführung ist in Englisch, muss ich erst wieder reinkommen, aber ich weiß nicht, ich habe so gegen Ende des Films, habe ich alle besser verstanden. Entweder habe ich mich dran gewöhnt oder Salazar hat einfach mal das Wasser aus dem Mund genommen. Und das hat er eindeutig, denn am Anfang hat er eindeutig mehr Gülle im Maul. Und wirklich Gülle, ich habe keine Ahnung, was da... Vielleicht Ektoplasma, keine Ahnung. Jack Sparrow hingegen. Warum ist der Rum weg? Ah ja, weil ich ihn getrunken habe. Warte, ich bin schon so ein total besoffen, dass ich überhaupt nicht mehr verstehen kann. Aber. Und damit mache ich dann die ganze erste Hälfte des Films. Und das. Wow. Ich weiß nicht, ob gerade irgendwer verstanden hat, was ich gesagt habe, aber es war dann halt besoffener Jack Sparrow, inklusive Jack Sparrow-Manier. Und das nochmal, weißt du, während er schon total zu ist, nochmal eine hinterkippen. Ich war echt froh, dass sie ihn irgendwann eingesperrt haben und er mal ein bisschen ausnischern konnte. Da fange ich selber schon an, so zu lallen. War vielleicht ein bisschen ungünstig gewählt. Und naja. Cast und Charaktere. Ich gebe hier mal im Großen und Ganzen, ne, Salazar, hätte man ein bisschen mehr mitmachen können, die neuen Charaktere. Ein bisschen mehr Schein. Jack Sparrow, ein paar mehr Reaktionen, aber Barbossa war einsame Spitze. Alles im Allem gebe ich hier also noch 8 Punkte. Macht also bisher eine Gesamtwertung von 80%, was meiner Eindruck nach vielleicht ein bisschen niedrig ist. Aber diese kleinen technischen Fehler waren halt, sie werden euch nicht großartig stören. Aber egal, wir werden mal noch gucken, was Matt zu dem Rest sagt. Von daher, wupp, raus mit dem und rein mit Matt. Hallo Matt. Nun Story Matt. Wie gesagt, sie wurde weitergeführt. Sie wurde
ausgeführt. Ne? Wir haben jetzt keine losen Enden, keinen großen Cliffhanger, wie man vielleicht bei Teil 2 mal gesehen hatte. Das war alles schick und rund und so. Vielleicht in Royal Navy am Anfang ein bisschen überflüssiger Plot, aber ich will mich nicht beschweren. Der letzte Flug der Karibik-Film ist ein bisschen länger her, von daher ein bisschen mehr kann nicht schaden. Wo was auch ein bisschen mehr nicht hätte schaden können, waren die ganzen Dinger, die man angespielt hat. Es ist, hier und da liegen so Story-Fragmente rum, wo man sich denkt, boah, da hätte man so viel draus machen können, den ganzen eigenen Film, aber warum nicht ein bisschen mehr? Kann man machen. Kann man machen. Vor allem The Jumping Shark war wieder so ein Moment, wo man sich dachte, war das jetzt Absicht, dass man dieses Meme in den Film sozusagen eingeführt hat und ein bisschen umgedreht oder ich weiß nicht. Aber bei dem Ganzen muss man sagen, dass halt viele Stellen doch deutlich an Flucht der Karibik 1 und 2 und 3 erinnern. Ich würde sogar behaupten, dass dieser Film hier mehr zusammengekleistert ist aus den alten Filmen als The Force Awakens, aber weiß ich nicht. Ich gebe trotz allem immer noch einen Daumen mit Tendenz nach oben für die Story. Und dann sehen wir, was der Unterhaltungswert zu bieten hat. Nun, Unterhaltung. Drink up, man, is your ho. Natürlich war Unterhaltung da. Ey, du hast hier Jack Sparrow, Barbossa sowieso immer. Und allein die Situation, in die man diese Charaktere wirft, schön. Schön. Auch diese ich nenne es mal Schafott-Szenen. Es war im Prinzip nur eine, aber es waren mehrere Schafotte, aber mir fällt gerade der Plural von Schafott. Egal, sehr unterhaltsam. Sehr unterhaltsam. Wie gesagt, auch der Bankraub am Anfang. Aber hier und da halt noch ein bisschen gebremst durch ein paar wir kommen mal an Schwungprobleme. Von daher auch hier ein Daumen mit Tendenz nach oben. Neue MacGuffins, wie gesagt. Neue Mitglieder für Crews. Manche alte sind einfach mal komplett verschwunden. Pintel und Ragetti habe ich, glaube ich, schon im letzten Teil nicht mehr gesehen. Von denen wusste ich den Namen wenigstens. Aber wir haben immer noch diese beiden Navy-Typen, die damals auf Davy Jones' Schiff die Kiste bewacht haben. Die sind immer noch dabei. Ja. Ansonsten, das Neue hat sich hier eher in Grenzen gehalten, weil man halt, wie gesagt, so ein bisschen Best of the Oldest Hits abgespielt hat. Es gab so zwei, drei neue Elemente, aber es hat sich so die Waage gehalten. Wir hatten, glaube ich, zum ersten Mal so einen richtigen Rückblick dabei. Das war auch schön. Aber so im Großen und Ganzen, ich weiß nicht. Der Daumen tendiert hier eigentlich irgendwie zwischen zur Seite und nach oben. Weiß ich nicht. Aber weißt du was, ich bin mal gütig dafür, dass vorhin das Ding so ein bisschen mies bei den Punkten abgeschnitten hat. Für meinen Geschmack gebe ich hier einfach mal den höheren Daumen, sag ich auch, eine Tendenz nach oben. So, dann haben wir einen gesamten Daumen mit Tendenz nach oben. Ne, Matt? Sind wir alle zufrieden? Sind wir alle zufrieden? Macht also für Pirates of the Caribbean Salazars Rache eine Gesamtwertung von ganz guten 80% mit einem Daumen mit Tendenz nach oben. Geht ruhig rein, wenn ihr einen Sommerfilm sehen wollt und Guardians of the Galaxy schon gesehen habt. Am besten erstmal in Guardians of the Galaxy gehen, aber ihr werdet da sowieso schon drin gewesen sein. Und dann meinetwegen in Fluch der Karibik, habt da eigentlich kein Problem mit. Ist jedenfalls besser als King Arthur. Das kann ich euch sagen. Gibt es derzeit noch andere Konkurrenz, die irgendwie großartig im Kino ist? Ich glaube nicht Aliens, aber Aliens ist halt nicht so für die ganze Familie. Mit Fluch der Karibik kann man eigentlich nichts falsch machen an einem zu warmen Sommerabend, wo man mal die Klimaanlage eines Kinos mit Wassereffekten bewundern will. Da ich gerade schon bei King Arthur war, ich glaube, das wird die nächste Review, ne? Von meiner Seite aus also, als dann. Ihr werdet diesen Tag nie vergessen, an dem ihr Captain Jack Sparrow beinahe geschnappt hättet. Also ich muss sagen, das mit dem Wasser war eindeutig eine der blöderen Ideen, die ich in letzter Zeit hatte. Weil, ja. Ich musste mir den kompletten Bart nochmal aufmalen. Ich weiß gar nicht, ob die Videoqualität das Ganze verschnörgelt hat. Wahrscheinlich überwiegend, ja. Aber ich hatte eigentlich ein super Ding aufgenommen. Ne? Ich hatte meine King Arthur Review aufgenommen. Hab dann den Bart runterrasiert auf Jack Sparrow Manier. Ne? Das sah in etwa so aus hier. Warte. So sah das aus. Und dann habe ich mich danach, nach der Review, wieder rasiert, um halt komplett blank zu sein, damit ich so ein bisschen David in Alien Covenant memen kann. Und dann ist mir aufgefallen, Alter, boah, die verfickte Review wurde gar nicht aufgenommen. Scheiße. Ja, und jetzt habe ich ein paar Tage gewartet, habe gehofft, dass ich so ansatzweise wieder den Bart zurückkriege. Natürlich bin ich noch nicht alt genug, offenkundig, um so einen rapiden Bartwuchs zu haben. Deswegen musste ich jetzt ein bisschen nachhelfen mit im Prinzip mit Eyeliner. Aber naja. Ich weiß gar nicht, sieht das jetzt besser aus als vorher oder? Es hält sich, glaube ich, die Waage. Also hätte ich damals den Bart behalten und einfach noch mit schwarzen Akzente gesetzt, dann wäre das wahrscheinlich optimal gewesen. Naja.
Das war's dann von meiner Seite. Ich sag, trinkt aus, Piraten, joho. Passt auf euer Glas voll Dreck auf und Parley.